Willkommen zurück, Freunde der gepflegten Unterhaltung des Vlog-Lifes. Nächster Race-Vlog steht an. ADAC Masters in Fürstlich-Drehna. Bin schon da, quasi, fast da. Dann suchen wir uns mal jetzt ein Plätzchen. Und eins für Papa. So, Platz gefunden. Auch schon direkt hier reserviert für Papa. Der kommt nachher. Ja. Sind zwar ganz am Ende, aber naja. Ist halt wie es ist, ne? Jetzt eine Anmeldung und Abnahme und dann noch frische Pellen draufziehen lassen. Fürs Racing. Damit es auch ordentlich Vortrieb hat. Jo, Abnahme und alles erledigt. Anmeldung. Frische Pellen sind auch drauf. Von Mefo haben sie mir raufgezimmert und ja, alles easy peasy. Jetzt sind nur noch Strecke ablaufen und ein bisschen dummes Zeug quatschen. Ja. So, Strecke sieht nice aus. Muss man ehrlich sagen. Oh, die Sonne im Hintergrund, himmlisch. Wahnsinn. Ja. Nicht viel geändert, eigentlich alles gleich, bis auf ein kleiner Huckel irgendwie in der Kurve, der ist neu, aber sonst ist die Strecke wie immer, wie jedes Jahr. Diesmal ist, finde ich, ein bisschen tiefer gegrubbert, das ist ganz geil, also nicht ganz so hart unten drunter. Mal gucken, wie das wird und ja, wenn es morgen dann noch ein bisschen regnet, dann denke ich, wird das ganz schön gutes Racing hier. Landesmeisterschaft. Fährst du Montag mit? Nee, darf man noch nicht. Ach so? Ist auch gut, dass schon eine Strecke gefahren ist. Wir wissen nicht wer. Ich habe so gehört, da hat schon jemand angetestet. Ich habe nicht nur gehört, ich habe gesehen. Ja, nee, Strecke gut, jeder Absprung rechts, links unterschiedlich. Immer mehr. Ja, nur noch eine ordentliche Friese will man. Ist egal. Nein. Du bist einfach nur ein Leiner. Ist so. Wirklich, weil so einen Mittelschalter habe ich nicht. Das ist richtig. Der ist wichtig und richtig. Guten Morgen. So, Samstag. Abends kurz nach 7.30 Uhr. Ich bin schon draußen gerade am Track. Meinen kurzen Look taken. Es ist so unfassbar kalt. Es ist der Wahnsinn. Und es ist dazu noch sauwindig. Also ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Ja. Also, jetzt fangen gleich die 85er. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Machen wir so, Meister. Jetzt fangen gleich die 85er und dann die großen und dann sind auch schon wir dran. Das heißt, gegessen habe ich schon, jetzt ausladen die Rakete und dann anziehen und warm machen, weil es ist schweinekalt. So, Noah, erläuter doch mal kurz, was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt erstmal Gruppen gucken, weil eigentlich müsste ich Gruppe 2 sein, aber hier beim ADAC weiß man nie, ob ich einfach vielleicht doch in Gruppe 1 machen. Ja, und man weiß auch nie, ob die wirklich um 8.30 Uhr draußen hängen. Nee. Weil 9 Uhr ist Gruppe 1, ja, ganz wichtig, 9 Uhr ist Gruppe 1. Ganz wichtig. Und manchmal kommen die Gruppen 8.45 Uhr und dann genau. Muss ich halt schnell in eine Kleidungsmeise. Ja. Wichtig und richtig. Ganz wichtig. Gruppe 2! Also haben wir Zeit. Nochmal hinlegen. Nochmal hinlegen. Nochmal kurz einen Nicker. So, angezogen. Und jetzt geht's raus zum Starttraining, freies Training und Pflichttraining. Alles in einem. Wird wild. Ich habe richtig Bock. Gruppe 2 habt ihr ja schon gesehen. Und dann sehen wir uns auf dem Track. Yeah.
So, kurze Worte zur Quali. Fahren war gut, war ich mit zufrieden. Ich war in meiner Gruppe Erster. Meine erste sozusagen fast Pole Position oder meine Gruppe gewonnen, habe ich dieses Jahr das erste Mal. Und ja, somit zweites Gatepick. Maxi Spieß war Erster in seiner Gruppe und hat die schnelle Rundzeit gefahren, also hat er Pole Position. Und ja, zweites Gatepick ist aber sehr, sehr souverän und denken wir mal, da kann man einen guten Holschalt holen. Nico, erzähl doch nochmal, wie war bei dir? Hau ab, den Vlog. Bei mir einfach das Handy raus und denk so, Nico, wie war bei dir? Mann, erzähl mal. Nico ist bei dir und er so, Nico, wie war bei dir? Das war so random. Voll random. Oder du quatschst ein bisschen Müll. Du kannst ja auch Müll knacken. Aber jetzt 2 Sekunden ruhig. Ja, und dann sag ich so, dein Interview. Nico, wie war bei dir? Ich so, ey, was ist jetzt los? War Mütek wie bei dir. Mütek, guck mal hier, das Vlog. Vlog live. Willst du auch im Vlog, Mütek? Daumen hoch. Kurz aber die Videos so. Danke an Olaf für die Bolognese. Schön italienisch gekocht. Schön Italiano. War sehr lecker. Boah, was ist das für eine Frucht? Pisse, Junge. Ich erwarte gar nichts mehr. Nee. Ja, wir sind hier in First Italiener beim Mittagessen. Es regnet gerade schön. Gleich ist Last Chance. Ja. Das war's schon. Leichte Frucht mal essen mit Noah. Hab ich nicht. Hallo, das sollte keiner wissen eigentlich. Honigmelone. Dass du die ersten 5 Minuten auf 1 warst im Zeitpunkt. Oh ja. Ja, 5 Minuten hatte ich die Pole. Dachte schon, jetzt geht er ab. Oh ja. Aber dann hatte ich einen Leck mit dem Transponder. Und irgendwie sind die anderen da noch vor. Also kann nicht sein. Der hat kurz ausgesetzt in der schnellen Runde, ja, oder? Ja, ja, genau. Hab ich gesehen. Ja, das war's. Wahrscheinlich glauben das noch Leute. Ja. Die schreiben die so, oh, schade. Oh, schade. Schade mit deinem Leben. Also, hab ich aber auch gehört. So, Youngster Cup MX2 hier fürs Lichttrainer. Wer hat den Start gewonnen? Sieht aus wie Manik Appel. Jawohl! Unglaublich! Manik, Erster! Sensationell! Konstant zu machen.
Appel, der jetzt natürlich völlig erschöpft ist, nach dem Ausrutscher. Tolle Aufholjagd. Gomo, Patti ist da. Nerv mich nicht. Wann ist Patti gestern gekommen? Um 8. Wir haben 7.30 Uhr. Wunderschöner Himmel. Oh, aber es hat trotzdem gerade geregnet, warum auch immer. Oh, Patti auch. So, ich bin jetzt draußen, wie man sehen kann. Und jetzt ziehe ich mich an, weil gleich ist Warm-up. Es ist 9.20 Uhr und danach ist erster Lauf vom Sonntag ist dann um 13 Uhr. Nee. Und der zweite Lauf vom Sonntag ist 16 Uhr. Und dann bis zum Start. Letzter, dann haben sie mir auch noch meine Sitzbank weggefahren. Ohne Sitzbank fährt sich überhaupt nicht schön, kann ich euch sagen. Auf dem puren Plastik, boah, was eine Scheiße. Aber naja, ich weiß nicht, was ich jetzt mal geworden bin. Vom letzten Platz irgendwie, glaube ich, auf 22 ohne Sitzbank. Ja, das willst du sagen. Ist halt wie es ist. Am Start alles gegeben für den Holeshot. Naja, ein Rennen habe ich noch. In einer Stunde geht's los. Jetzt ist auch wieder Sonnenschein. Gerade hat es wieder aus der Hölle geregnet. Und ja. Thank you.
Gehen weiter. Dritter und letzter Lauf. Jetzt hält hoffentlich meine Sitzbank. Wäre ganz cool. Boah, mir tut schon mein Arsch weh. Das ist der Wahnsinn. Ich bin überhaupt gar nicht klar. Übrigens, Leute, bei Rhino Power 20% mit meinem Rabattcode Money20. Ihr wisst, wie es ist. Gönnt euch da was. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Alles verlinkt. In der Videobeschreibung. Und Super Sanks ist auch irgendwo bei Like und da, glaube ich. Ja. Nicht, dass jemand sagt, ich hätte es ja nicht gesagt. Ja, kommen wir zum Fazit. Also, alles in allem, das Wochenende hat gut angefangen mit der Quali, die ich auf Platz 1 beendet habe. Dann konnte ich aber nicht so richtig den Speed in die Rennen mitnehmen. Habe mich extrem unwohl gefühlt beim Fahren. Bin einfach nicht im Flow gekommen, die ganzen Rennen. Und ja, dann ist natürlich im zweiten Rennen, wollte ich dann auch unbedingt wieder den Holeshot. Und dann ist mir aber der Yamaha-Fahrer hinten ins Hinterrad gefahren und hat mich zu Boden gedrückt. Ist halt wie es ist. Dann ohne Sitzbank, natürlich auch super scheiße. Ja, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe durchgezogen das Rennen, trotzdem ich keine Sitzbank hatte. Das war wichtig. Und drittes Rennen dann nochmal ja, solide schlecht gefahren, würde ich sagen. Also fahrerisch war es jetzt nichts Besonderes. Nichts, worauf ich stolz bin, aber naja. Den Speed habe ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur daran arbeiten, das in die Rennen umzusetzen. Und dann sind wir nächstes Jahr auf jeden Fall ganz weit vorne. Weil für die Schlauberger da draußen, es kamen schon sehr viele Leute zu mir und haben gesagt, du kannst ja nächstes Jahr gar nicht mehr Youngster Cup fahren. Ich so, doch. Ich bin 20 geworden dieses Jahr, für die, die es nicht wissen. Und nächstes Jahr darf ich nochmal fahren, weil Youngster Cup geht bis 21. Und wahrscheinlich wissen das die meisten auch nur über Facebook, weil damals war ich noch so jung, da durfte ich mich nicht bei Facebook anmelden mit meinem richtigen Alter. Da musste man sich natürlich ein Jahr älter machen. Ist klar. Ihr kennt die Tricks. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns und reingehauen. Wo steht deine PS4? Meine PS4 ist in der PlayStation verbaut, Digga.